Hallo und herzlich willkommen bei MetaGravel. Ich bin Pascal und heute sind die Telfin Cargo Cages dran. Ich habe zwei Stück davon. Die werden bei mir an der Gabel montiert fürs Bikepacking. Da kommen meine Taschen dran. Man kann auch noch andere Dinge da montieren, zeige ich euch gleich. Wieso sehen die beiden Cargo Cages unterschiedlich aus? Hier kann man sehen, da ist so eine Bodenplatte mit dabei. Die habe ich hier nicht montiert. Die kann man abschrauben. Das heißt, die ist optional. Die wird mitgeliefert hier als Zubehör mit Schraube mitgeliefert. Die kann man hier unten dran montieren an die Cargo Cage, muss man aber nicht. Ja, warum sollte man die montieren? Zeige ich euch gleich. Und was hier der versteckte Plan ist bei dieser Platte, auch gleich zum Ende des Videos natürlich. Also, diese Cargo Cage, das ist die kleine, das ist die Small, die ich hier habe, auch wie eine groß aussieht. Die hat ja drei Schraublöcher. Die große, die hat vier Schraublöcher. Also, mir reicht die kleine, weil meine Cargo Cage zum Beispiel hier vorne hat auch nur drei Schraublöcher, das reicht mir auch. Und hier passt es ganz genau dran. Die sind standardisiert, die Abstände hier. Und deswegen passt jedes Cage, was man so am Markt kaufen kann, automatisch immer auch da dran. Meistens, wenn sie alle Standards halten. Das Schöne an diesem Cargo Cage ist, das ist ziemlich stabil. Das ist Aluminium, gefrästes Aluminium. Richtig stabil. Kein Unterschied zu den anderen, die ich habe. Wo habe ich die anderen gerade? Zeige ich euch kurz, ich habe nämlich auch noch Kunststoff-Cages, die habe ich vorher genutzt. Die waren auch nicht schlecht, aber ist halt Kunststoff. Geht nichts über eine gut sortierte Werkstatt. So, wo habe ich die Cargo-Cage? So. Das ist das Cage, was ich vorher dran hatte. Sieht man schon, ist schon ein ganz schöner Unterschied zu diesem hier, also auch größenmäßig. Und es ist Kunststoff. Es hat immer gehalten bis jetzt, auch ziemlich gut, auch drei Schraublöcher. Aber das ist auch ziemlich groß und auch wie man sieht hier von der Seitenansicht, das baut schon richtig auf an der Gabel. Das ist zum Unterschied, dieses Cargo Cage, das verschwindet richtig. Also ich habe mich entschieden, umzurüsten auf diese Aluminium Cargo Cages. Jetzt habe ich die noch übrig hier, die Kunststoff Cages. Und die montiere ich hier vorne an die Gabel, an die drei Schraublöcher. Ich habe die Schrauben schon rausgemacht. Das Cage schraube ich aber jetzt nicht einfach so an die Gabel dran. Auch wenn meine Räder ein bisschen erfahren aussehen, auch schon mal die einen oder anderen Kratzer haben, möchte ich denen nicht noch mehr Kratzer zumuten und mehr, ja, Blessuren zumuten, wie überhaupt erforderlich ist. Die Rückseite nämlich bei diesem Cage ist einfach nur blankes Aluminium. Und hier aufschrauben, je nachdem, was man für eine Gabel hat, ist sie auch Aluminium oder ist sie Carbon. Finde ich schon angenehm, wenn man da so einen kleinen Gummipuffer dahinter macht. Ich habe mir aus einer Gummiplatte, habe ich mir so einen Gummipuffer hier zurechtgeschnitten und das Loch habe ich dann mit einer Lochzange reingemacht. Das sieht man hier, was eine Lochzange. Das hier ist eine Lochzange. Damit mache ich dann in das Gummi einfach ein Loch rein und damit passt auch die Schraube durch. Was ist das Tolle daran? Das ist also ein Pro-Tipp von mir. Wenn ich die Schraube hier durchsetze und das Gummi dran mache, dann hält die Schraube auch sofort und ich kann alle drei Schrauben jetzt schon hier dran montieren, ohne dass mir die Schrauben hier immer lästig auf den Boden fallen und habe sofort auch eine kleine Schraubensicherung für die Montage mit dabei. Psst, Geheimtipp von mir. Also, mit diesen Gummis habe ich so einen kleinen Puffer halt, damit beschädige ich dann die Gabel nicht. So, ich schraube das mal hier dran mit den drei Schrauben an die Gabel. Da. Natürlich muss man da auch ein bisschen Gefühl haben. Man darf da nicht einfach so mit aller Kraft und Gewalt, die man aufbringen kann, so kurz nach dem Frühstück, ne? Drei Eier gefrühstückt, dicken, schweren Kaffee und dann einfach hier festgezogen. Nee, da muss man auch ein bisschen mit Gefühl arbeiten mit diesen Schrauben und am besten mit Drehmoment. Ich habe hier ein Drehmoment in der Hand. Ja, ist fest. Zweite Schraube, Drehmoment auch angezogen. Jo, ist fest. Und die dritte Schraube auch mit Drehmoment angezogen. Jawohl, ist fest. So, jetzt wo sie montiert ist, erschließt sich auch, wofür die Platte hier unten ist. Denn man kann ja nicht nur Taschen drauf montieren, vielleicht will man auch Flaschen drauf montieren, wie so Trinkflaschen hier zum Beispiel, diese hier. Und dann rutschen die auch nicht so runter, wenn man die hier montiert, die Flaschen. Dann rutschen die auch nicht von dem Gewicht einfach runter und durch und haben eine Auflagefläche und sitzen ein bisschen stabiler. Das brauche ich jetzt nicht bei mir, bei meinen Bikepacking-Taschen. Ich lasse die jetzt mal dran, einfach mal und zeige euch mal, was ich letztes Jahr gepackt habe.
Hier oben seht ihr den Link. Jetzt habe ich es raus, links und rechts. Also hier oben seht ihr einen Link zu dem letzten Video, was ich in meine Forkbags so reinpacke, nämlich mein Zelt. Das ist diese hier, die Tasche. Die ist gepackt, da ist ein Teil meines Zelts drin. Das montiere ich jetzt hier an dieses Cargo Cage. Dazu nehme ich Spanngummis. Da sind auch so Klettbänder mit dabei. So schwarze Klettbänder, die man durchwurzeln kann hier mit so Klett und Ratz, Ratz, Ratz. Ja, kann man nehmen. Ist nicht verkehrt. Ich nehme lieber diese Gummispannbänder hier. Vor allem, die passen sogar zufälligerweise auch relativ gut farblich zu meinem Rad. So ein bisschen kann man ja auch darauf achten. Das Tolle, diese Gummistrapse hier, die Gummibänder von Fix Plus, die ich jetzt genommen habe, sind auch recht stabil. Mir ist noch keiner gerissen bis jetzt. Das Schöne ist, die passen genau bei den Cargo Cages durch diese Öffnungen hier durch, wo man was festzurren kann. So, das heißt, wenn ich jetzt hier durch das Loch das durchfädle und hinter die Cargo Cage durchführe, das kann man nämlich machen, weil die Cargo Cage hat hier hinten, das kann man im Video sehen, so eine kleine Aussparung, da kann man das noch dahinter packen, dann passt das schon ganz gut zusammen. Immer dran denken, dass der Haken nach vorne, also Fahrtrichtung vorne des Fahrrads ist. Warum? Das ist relativ einfach. Wenn ich das gespannt habe und dann nach hinten ziehe und über den Sporn hier drüber ziehe und eine Spanne, dann habe ich das Ende des Gummis nach hinten und nicht nach vorne und das schlabbert dann nicht so im Wind rum. Das heißt, immer nach hinten zeigen lassen, dass es nach vorne nicht rumschlabbert und auch nicht in die Speichen verfängt. Deswegen den, ja, das Metallstück mit dem Sporn nach vorne zeigen lassen. So, beide hier durchziehen, auch richtig rum. Jawohl, richtig rum, durchziehen. Und jetzt nicht das vergessen, was ich öfters vergesse, diese Kunststoffteilchen hier. Die sind auch wichtig, gibt es im After Sales auch zu kaufen. Farblich habe ich mich halt darauf geeinigt, dass ich hier meinen Akzent schaffe hier, dass ich auch sehen und finden kann, wenn ich die mal verlieren sollte auf der Wiese. Dann finde ich die auch relativ leicht wieder. Grün auf der Wiese suchen ist immer doof, wenn es klein ist. Deswegen was Buntes nehmen, was auffällt, ist ganz gut. So, genug gequatscht, aufgezogen. Die Tasche hat hier vorne so kleine Ösen, wo man es durchziehen kann. Das heißt, hier ziehe ich dann ganz einfach das Spanngummi durch. Ganz einfach, genau. Ziehe ich durch, fädle es hier ein. So, ziehe noch ein bisschen stramm. Wie man sieht, das Spanngummi ist ein bisschen lang. Das ist eigentlich wie eine andere Tasche gewesen. Egal, gibt auch kürzere. Durchgezogen. Jetzt durch diese Halterungen hier auch durchgezogen. Dann schlabbert das Band auch nicht hier im Wind einfach so drumherum. Toll, fest. Zweite auch noch drumherum gepackt und fest ist die Tasche. Für mich super System, weil es baut sehr schmal auf. Diese kleinen Apidura-Taschen hier, die Forkbags, die sind auch relativ klein. Passt zwar nicht viel rein. Nachteil, Vorteil, die sind noch nicht wirklich groß. Nehmen auch nicht wirklich viel Angriffsfläche weg. Angriffsfläche Wind, ne, gesehen. Was ja eben manche schon verteufeln aus der Aero-Fraktion. Die verteufeln ja eh schon die ganzen Forkbags. Ich stehe drauf, ich finde die super. Ich packe da gerne auch meine Zeltsachen rein. Sehr leicht und schnell montiert. Super toll. Und das Schöne, es ist ziemlich flach hier an der Gabel und es hat wenig Angriffsfläche vom Wind, wenn man mal keine Tasche montiert hat. Das heißt, wenn ich keine Tasche dran habe und die nicht nutze, ich schraube die gar nicht ab. Ich lasse sie einfach dran, weil die sind so schmal, da bleibe ich auch nirgendwo hängen. Die haben ja überall diese kleinen Löcher hier, diese Belüftungs- und Beschleunigungslöcher natürlich. Das heißt, wenn der Wind von vorne hier drunter fährt, geht er durch das Loch hier vorne durch, verwirbelt über den Halter hier hinten wieder rein und geht an das Bein im Sommer. Das ist richtig schön. Nein, Quatsch, ich verarsche euch. Nein, also die bauen einfach nur schön auf, sehen schön aus, sind ziemlich flach, bleibt nirgendwo hängen, außer man hat diesen Fuß hier unten installiert. Den schraube ich halt immer ab. Ich habe ihn dran gelassen, um euch zu zeigen, dass man da auch Flaschen drauf montieren kann. Und was kann man damit noch machen? Ganz wichtig, mit diesem Boden, wenn man Feierabend hat, seine Flasche Bier aufmachen. Denn es ist auch ein Flaschenöffner. Prost und fröhliches Bikepacken und schöne Schrauben. Ich bin Pascal, das waren die Tailfin Cargo Cages. Aber bevor ich es vergesse,
Hier in der Meta-Gravel zeige ich euch immer wertvolle Tipps und Hinweise, Gravelbikes, Bikepacking. Wenn ihr immer sehen wollt und wissen wollt, was ich gerade veröffentliche, wenn es nicht interessiert, dann gibt das nächste Video halt egal. Aber trotzdem abonniert diesen Kanal. Hier unten links könnt ihr abonnieren und daneben, rechte Seite für euch, rechts für mich links, das muss ich auch noch lernen, in den letzten Videos seht ihr das, als ich mal falsch gezeigt habe. Unten rechts seht ihr so eine kleine Glocke, wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr jedes Mal erinnert, oh, da gibt es ein neues Video, könnt ihr euch anschauen und abonniert einfach und kommentiert fleißig hier unten. Danke fürs Zuschauen.